Hallo liebe Fußballerinnen und Fußballer zu Hause, willkommen zu unserer nächsten Einheit. Ich bin der Felix und wir haben heute den nächsten Schwerpunkt Technik. Ich zeige euch gleich dafür, was wir brauchen. Im Prinzip könnt ihr dafür Schuhe nehmen, T-Shirt, ist vollkommen egal. Ich habe jetzt so zwei Scheiben dafür. Die legen wir am Boden, ungefähr, wie wir es gerade kennen, 1,50 Meter, 2 Meter Abstand, Sicherheitsabstand, und wir brauchen einen Ball. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir heute hinwollen, das heißt, was unser Ziel ist. Wir haben mehr Tricks aneinander gekettet und kombinieren. Das schaut folgendermaßen aus. Das heißt, wir starten mit Ziehen zurück, dann Ziehen, Fußwechsel. Die nächste Aktion, die kommt, ist Dino-Übersteiger, so nennen wir den. Das heißt, wir schieben an, gehen drüber und machen dann eine Schussfinte. Auf dem Rückweg kommt die Zidane-Wende und wir würden wieder hier landen. Dann geht die Übung wieder von vorne los. Also ich zeige es jetzt einmal, wie es ausschaut nochmal. Das heißt, Ziehen zurück, Ziehen, Fußwechsel, Schieben, Dino, Schussfinte, Weg zurück, Zidane-Wende, Start. Okay, jetzt schauen wir uns die Tricks an. Das am Anfang, was wir hier haben, sind Standtricks. Das heißt, wir haben Ziehen zurück kombiniert mit Ziehen Fußwechsel. Wenn ich das meinen Leuten mal beibringe, sage ich immer, das ist wie bei einem Stierkämpfer, der sein rotes Tuch in der Hand hat. Und das ist im Prinzip der Ball. Das heißt, in dem Fall kommt der Gegner von der Seite. Ich mache hier ein großes Fenster auf, wo ich ihn hinschicke, wo ich ihn locke und ziehe ihn dann an ihm vorbei. Jetzt würde der Gegner von dieser Seite kommen, selbe Spiel, und macht Ziehen Fußwechsel in den Körper rein und bremst den Ball vor mir ab, dass ich dann die nächste Aktion ausführen kann. Okay, also ich hänge es mal aneinander. Das heißt, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel. Jetzt dribbeln wir an, jetzt haben wir eine Frontalfinte. Die nennen wir Dino-Übersteiger. Hierfür machen wir einen großen Schritt nach vorne, um den Ball dann anschieben zu können. Das heißt, wir wollen hier unbedingt schieben, weil wir dann sofort mit dem rechten Fuß drüber gehen. Ich zeige es nochmal. Das heißt, wir kommen in diese Position. Langes Bein, schieben, Übersteiger drüber, Außenseite weg. Das wäre die Aktion. Ich kombiniere es einmal jetzt mit den zwei Sachen davor. Das heißt, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, schieben, Dino, Übersteiger. Gut, als nächstes kommt am Ende hier, nach dem Dino, Übersteiger, eine Schussfinte. Und die ist eingesprungen. Wichtig ist bei der Schussfinte immer, das heißt, der Gegner würde jetzt von dieser Seite kommen, der würde mich fast einholen wollen. Und ich lasse ihn auch wieder ins Leere laufen. Ich tue so, als wenn ich schießen würde und führe den Ball dann hier durch. Entscheidend ist, dass wir immer drei Sachen hier befolgen. Das heißt, wenn der Ball vor uns liegt, entscheidend ist, in dem Fall kommt der Gegner von hier. Wir tun so, als wenn wir schießen würden, führen den Ball aber dann durch den Körper unten durch die Beine durch. Das heißt, wir führen den Ball hier durch und damit das Ganze dynamischer erfolgt, springen wir das ein. Und da ist immer entscheidend. Also nach der Frontalfinte Dino-Übersteiger kommen wir hier raus. Schussfinte, springen, landen, treffen. Das ist immer entscheidend. Gut, nochmal. Also Dino, Übersteiger, Schussfinte, springen, landen, treffen. Am Ende kommt hier dann die Zidane-Wende und dann landen wir immer am Ausgangspunkt. Bei der Zidane-Wende kommt der Gegner aus dem Rücken und hier ist es ähnlich wie bei den Standtricks. Das heißt, Gegner attackiert mich jetzt hier. Ich ziehe ihm den Ball jetzt hier vor die Nase und ziehe ihn aber dann vor seiner Nasenspitze wieder weg und bin quasi um ihn rumgewendet. So, jetzt bin ich am Ausgangspunkt. Jetzt probieren wir alles mal aneinander zu ketten. Das heißt, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Dino-Übersteiger, eingesprungene Schussfinte, schieben, Zidane-Wende, Ausgangspunkt. Los geht's von vorne. Dino-Übersteiger, Schussfinte eingesprungen, Zidane-Wende auf dem Rückweg, Ausgangspunkt. Ziehen Fußwechsel, Dino schieben, Außenriss, Schussfinte eingesprungen, Zidane-Wende, Rückweg, Ausgangspunkt. Ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Schiebekontakt, Schussfinte eingesprungen, Schiebekontakt, Zidane-Wende, Ausgangspunkt. Ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Dino-Übersteiger, Schiebekontakt, Zidane-Wende, gut, alles klar. So, jetzt zeige ich euch eine Variante, davor nehme ich einen kurzen Schluck Wasser. Ich bin zurück, wir kommen jetzt zu unserer Variante. Da werden wir folgende Tricks einbauen. Und zwar, wir haben jetzt halt vorhin ziehen Fußwechsel, also ziehen zurück, ziehen Fußwechsel gehabt. Jetzt machen wir die Dino Passfinte. Dafür liegt der Ball auch wieder an dem Ausgangspunkt, wo wir später wieder landen müssen, damit wir die Runde abschließen können. Das heißt, wir ziehen den Ball zurück, stoppen ihn hier mit der Innenseite ab, hinter dem Körper und täuschen jetzt einen Pass vor. Das heißt, wir tun so, als wenn wir den quasi hinter dem Körper mit der Hacke Innenseite weiterspielen würden, klappen aber hier mit der Außenseite auf den Ball und holen den Ball zurück und landen wieder hier. Grundsätzlich, jeder kennt es, wenn einer mich jetzt hinterlaufen sollte, dass wir den Ball quasi so in den Lauf spielen. Das täuschen wir in dieser Situation jetzt quasi vor. Das heißt, ich zeige es nochmal. Dino, Passfinte, umklappen und hier landen.
Gut, als nächste Kombination haben wir jetzt den Siloberto-Trick. Dafür steigen wir immer über den Ball, das heißt, wir gehen wieder einen Schritt nach vorne, leichte seitliche Haltung. Das ist ein seitliches 1 gegen 1 und wir streichen den Ball an und gehen mit dem linken Fuß drüber. Das heißt, wir tun so, als wenn wir in diese Richtung gehen würden. Das soll auch den Gegenspieler quasi in diese Richtung schicken und wir hauen in diese Richtung ab. Ich zeige es euch nochmal. Das heißt, wieder Schritt nach vorne, streicheln, linkes Bein geht drüber, Ball rollt weiter, Gegner würde in diese Richtung abhauen. Also, jetzt hänge ich die zwei Tricks aneinander. Das heißt, Dinho, Passfinte, streicheln, rollen lassen. Gut, damit der Ball jetzt nicht abhaut, wie es gerade jetzt bei mir passiert ist, halten wir diesmal mit einer Sohlenwende auf. Das heißt, wenn der Ball jetzt hier rollt, am Ende Sohlenwende, schaut folgendermaßen aus. Also nochmal, der Ball rollt. Entscheidend ist, wir ziehen den Ball in den Körper rein, Richtung rechtes Bein, das mein Stammbein ist, linkes Bein ist auf dem Ball, ziehen den Ball in den Körper und springen nach hinten weg, sodass wir den Ball in die Richtung bekommen und umdrehen können. Also wir kombinieren, Dinho, Passfinte, Siloberto rollen lassen, Sohlenwende, landen hier, das bleibt gleich. Sieh da an, Wende. Das heißt, wir kommen wieder hier raus. Ich mache es einmal nochmal vor. Das heißt, Dinho, Passfinte, streichen, Sohlenwende, schieben, sieh da an, Wende, landen hier. Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende, andribbeln, sieh da an, Wende. Also, Dinho, Passfinte, rollen, Sohlenwende in den Körper rein, sieh da an, Wende, Ball landet wieder hier. So, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen übertriebener. Das heißt, hier ist entscheidend, dass wir so tun, als wenn wir passen würden. Das heißt, wir wollen den Gegner in diese Richtung schicken. Ziehen den Ball hinter den Körper und klappen richtig um. Ihr könnt auch ruhig mal kurz anhalten. Das heißt, ziehen, halten, dann holen wir den Ball nach vorne, streicheln an, Sohlenwende in den Körper und Zidane-Wende und wir haben wieder am Ausgangspunkt. Okay, so, wir hängen es jetzt nochmal zweimal hinten dran, machen wir mal einen Wettkampf. Ihr seid zu Hause mit dabei. Das heißt, Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende in den Körper rein, Zidane-Wende und nächste Runde. Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende, Zidane-Wende und eine Runde geht noch. Eine machen wir noch. Jetzt sind wir gerade drin. Okay, also nochmal. Dinho, Panne. Dinho, Passfinte, streichele Siloberto, Sohlenwende in den Körper, Zidane, Wende, Ball abstoppen. Jetzt fangen wir nochmal an. Also Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende, schieben, Zidane, Wende. Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende, Zidane, Wende und auf geht's. Auf geht's. Bleib dran, bleib dran. Okay, also Dinho, Passfinte, Siloberto rollen, Sohlenwende, Zidane, Wende. Dinho, Passfinte, Siloberto, Sohlenwende, die war nicht gut. Zidane, Wende, Ball abstoppen. Okay, ich bin fertig für heute und ihr gebt jetzt daheim mal richtig Gas. Wir sehen uns dann zur nächsten Einheit. Ciao.